Gibt's ja nicht so einen Point, wo wir noch hinwandern können, als wieder in unser Loch? Willst du das Risiko eingehen, wenn du hier Wasser und Fressen hast? Minimalwanderung. Ich weiß ja nicht, ob das möglich ist. Ja, könnte man. Nach links könnte man gehen. Wenn es doch relativ ungefährlich ist. Die Frage ist halt, wo die Grölen. Hier gibt es noch einen Giga und Spino. Der T-Rex scheint nett zu sein, aber. Ja, dann passen wir halt einfach auf. Ich würde jetzt mal sagen, dass wir bis wir jetzt rumlaufen. Denke ich mal. Am Ende ist das der Tod. Hab ich uns in den Tod geritten. Und wenn das dann passiert, dann heißt das, ich komme ins Strafzimmer, dann nimmt mich Leila und sperrt mich ein. Ja, ich sperre dich dann ein, weil du. Weil du in Eisel gestorben bist. Das macht sie wirklich. Nicht. Ein bisschen Ist da halt oben mir nicht noch der mal hin. Zaun und so? Doch, da Weiß ist ich doch, nicht, doch, doch, da sondern. sieht man noch einen Teil des Zauns. Da gehen wir da hin. Oh, das erinnert mich an was. Wenn da oben jetzt irgendwas so ein Pflanzenfresser ist, dann erinnert mich die Situation, so wie beim letzten Mal. Nur, dass ich dann auf der anderen Seite stehe, weil da waren auch zwei Akkros. Boah, das ist ja jetzt so lollig, wenn ich die, wenn das jetzt der Fall wäre, ne? Stell das mal vor, dieselbe Situation nochmal, nur andersrum. Ich würde es feiern. Dann wird er wahrscheinlich runterspringen. Wenn er dann noch runterspringt, dann würde ich so sagen, lol, der erinnert mich voll an mich. Gehst du gucken, was oben ist? Soll ich vorgucken? Ja, da kann ich mich noch wegrennen, wenn du gekillt wirst. Normalerweise sollte hier nichts großartig sein. Am Ende sterbe ich wahrscheinlich, weil meine Partnerin nicht da ist. Ich bin direkt hinter dir. War direkt hinter mir. Wahrscheinlich kommt da gleich jemand um die Ecke, beißt mich schon halber tot und so. Ich bin hinter die. So. Da sind wir wieder da. Hallo, hallo. Da drüben waren wir, glaube ich. Denke ich mal. Nee, wir waren. Doch, ich denke auf Ja, dem. da hinten waren wir, ja. Aber dann müsstest du im Tal runtergehen, dort wo wir. Ach, dann ist da unten das Blumental, ne? Ja, ist jetzt alles schön dicht aneinander. Man merkt das aber gar nicht bei der Map, ne? Muss man auch mal so sagen. Also, ich gehe hier rein, guck mir hier alles an. Wahrscheinlich ist jetzt so ein kleiner Futzel. Der wahrscheinlich hier um sein Überleben dingst. So, was ist denn hier Ja, das alles? sieht hier echt nice aus. Hier ist ein Lager. So wird es also irgendwann mal wahrscheinlich aussehen. Da siehst du mal, wie groß wir gegenüber den Menschen sind. Godzilla! Da müsstest du nur noch drüber springen können, ne? Ja, genau, drüber springen. Rein? Ah, doch, man kann rein. So wie es aussieht. Wenn da keine weitere Begrenzung ist. Oh. Jetzt da in die Dinger reinbeißen, dann knallt alles. Also, Leila, 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 Leila. Das sieht schon geil aus. Oh, da ist sogar ein Weg. Guck mal, da rechts von uns. Da latsche ich gleich auch hin. No. Der führt wahrscheinlich zu einer anderen Stelle von Menschen oder so. Ist ja gut, dass ich gesagt habe, die Wanderung machen. Dann sehen wir wenigstens etwas. Sonst wären wir in unserem Loch. Ich mache jetzt mal die Namen aus. Ich will hier Screenshots machen. Okay. Auch vor der Basis, ne? Wir sind ja schon zwei Tanks. Leider Tank und Miro Tank. Boah, läuft sie immer in mich. Boah! Da renne ich jetzt vor, Allah. So. Ja, nee, weil du willst wahrscheinlich Bilder machen. Das Problem ist, ich muss ja auch so gucken, dass ich ein Bild machen kann. Ich sehe rechts nichts, ich sehe links noch ein bisschen was. Rechts ist das nichts. Ist das der Himmel, leider? Ja, das ist der Himmel. Ja, warum ist er auf dem Boden? Gibt's schon den Himmel auf Erden? Hi Akros, wahrscheinlich
Ja, ich habe jetzt genug Bilder gemacht. gut. Schreib mal. Oi, ich schreibe auch rein. Schreib mal so, aber ich weiß ja nicht, wo von wo der guckt. Haben zumindest geschrieben, ob er uns zwei Akkus meint. Ah, er kann uns sehen. So. Vielleicht haben wir noch einen Buddy. Ah, es ist ein Busch. Ein Buschwerk. Alter, wie sind. Hilfe. Das muss ich mir jetzt gönnen. Der König der Welt! Jetzt springt, nee. Ja, geht doch gar nicht. Gut, fast hätte ich die Alt-Taste vergessen. Das wäre fast um mich gewesen. Boah, damals wäre ich ja gestorben, weil damals wusste ich ja noch mit der Alt-Taste nicht. Ich weiß gar nicht mal, wo der ist. Der hat sich. Das müsste auch ein Akro sein, ne? Wenn er schreiben kann. Ja, eigentlich sollte er ein Akku sein, denn die haben es so gemacht, dass man global scheitert. Und so halber global. Ja, das. Er sagt, er ist in einem Gebüsch. Er kann uns sehen. Vielleicht sind wir jetzt zu weit weg. Das heißt, er war irgendwo vielleicht schon. Na gut, eine Gefahr. Er wird sich hier sowieso nicht raustrauen, weil er zuerst mal denkt, dass wir sowieso in einer Gefahr sind. Da können wir noch die andere Richtung gucken, ob da die Menschen auch irgendwie so einen Weg errichtet haben aus Licht. Alter, meine FPS, die gehen runter in der Aufnahme, wenn ich da in den Balken gehe. Ist auch kein Wunder. Da unten ist auch Selbst einiges. ich habe weniger FPS, Ja, da das ist ich ja da normal. bin. Das Spiel ist da, wie schon gesagt, zuerst mal sehr arg unperformant. Andererseits ist das, sind da sehr viele Objekte. Und je mehr Objekte sind, desto schlimmer wird's ja. Wäre komisch, wenn es nicht so ist. Im Gebüsch sollte er sein. Ich sehe hier nicht. Wahrscheinlich ist er dort irgendwo bei den Zäunen im Gebüsch oder so. Ich glaube mir links. Oder im. Nö, kann auch sein. Also leider, ich beiß den Schwanz. Ah, ich bin gegen den Zaun gelaufen. Hier haben wir noch ein paar Zäune. Hier sind ein paar Tanks. Ich mache jetzt ein Atombild, Alter. Ich bin Godzilla. Kniet nieder! Kniet nieder, kniet nieder, kniet nieder. Ich bin Radar. Ja, da ist ein T-Rex. Die erste spannende Situation. Ja, gegen den T-Rex gewinnen wir nicht. Ja, ich sag aber dir trotzdem. Okay, der Typ, der es geschrieben hat, war es natürlich nicht. War auch klar. Was ist das für ein Gedings von einem T-Rex? Ich kenne mich nicht so aus. Drohnen. Drohnen? Dumm, dumm. Der weiße Hai. Das Problem ist, er ist leicht schneller als wir, ne? Denkst du nicht, dass. Nimm, du wolltest ja eine Tour machen. Komm, ich mach mit ihm ein Gespräch. Mal gucken, wie er reagiert. Hilfe. Okay. Aha, der will sowas machen. Oh, er hat mich gebissen. Das sieht nicht gut aus. Miro, mein alle! Nee. Stirbt er? Nee. Ich bin ja schon tot. Nee, ich weiß auch nicht, ob er gestorben ist. Oh, schade, schade.
Na Ich hol gut. Ort Romeo. Was ist denn auch Odre Romeo? Pflanze. Okay. Muss man nicht machen. So. Aber gut, wir haben ein bisschen was gesehen. Leider auf Kosten unseres Lebens. Ich wollte nicht rumwandern. Ich weiß. Ich habe ja schon gesagt, wahrscheinlich führe ich uns in den Tod. Meine Nichtaufnahme. Ich nehme doch schon auf, Leute. Wobei, ich nehme mal eine Zeit lang auf. Wahrscheinlich zieht das wohl. Nein, das zieht doch ein bisschen. Hm? Ja, ich nehme jetzt extra noch mal weiter auf. Hä? Sei still! Da, wir sind zurück und ja, wir sind gestorben. Hat man ja gesehen. Durch Miros Wanderung. Ja. Warum bist du überhaupt stehen geblieben? Warum machst du überhaupt diese Scheiße? Da hättest du ja weggehen können. Ja, da hätte er mich gejagt. Er hat extra mich angegriffen, weil wir zu zweit waren. Ja, du hättest einfach abhauen können. Das ist doch gut Ich kann so. doch gar nicht abhauen. Der hat mehr Stamina als ich. Wie will ich denn abhauen vor Ja, dem? der hätte mich wahrscheinlich eh zuerst mal versucht zu killen. Der hätte mich gesucht, der Sack. Ich hätte sowieso kaum Ausdauer. Ein paar Zentimeter gelaufen hätte wäre ich. Du musst dich ja nicht aufregen. Was ist denn los? Ja, weil ich endlich mal vom T-Rex gewesen wäre. Deswegen. Ja, du hättest ja nicht gehen müssen. Er hätte mich gejagt und weglaufen hätte ich auch nicht gekönnt. Ja, du hättest ja davor sagen können, wir gehen überhaupt nicht. Du wolltest unbedingt. Ja, aber ich habe ja gesagt. Ja, ist ja egal. Habt ihr ja die Freiheit gelassen. Bin so ein kleiner Futzel, Alter. Alter, hab ich ein doofes Gesicht. Jetzt muss ich gucken, wie ich mit dem progresse. Ja, ich kann ja gleich wieder 5, gucken. 5, 2. Ich guck einfach. So. Wir hätten als Orot Romeo können wir zum Dryo zuerst mal mit 30 Punkten verwandeln. Wahrscheinlich hier eh weniger. Und dann mit dem Dryo können wir zum Galli oder zum Maiasaurus. Nochmal Meier. Mit dem Sollen wir jetzt mal Maiasaurus schnell. kannst du nach zum Shantungo werden. Was du eigentlich ver. Schand, du weißt ja, oder was Ja. Schand sind. Und danach kannst du zum Kammerasaurus werden, wenn du den Shantungo hast. Und danach kannst du zum Puerta werden, wenn du den Kammerasaurus hast. Also theoretisch haben wir die Stufe, wo man immer noch weiter kann. Wenn man Bock hat. Wenn man Bock hat. Ich weiß jetzt nicht, was der Kammerasaurus ist. Der kann sich nicht Ah, wehren. das ist die Stufe. Aber der braucht anscheinend keine Punkte. Wenn dann. So, dann sieht's so aus. Dann können wir dann als nächstes zum Trio. Das heißt, ich guck mal. Die Progression. Wie viele Aber Punkte der kommen? hat ordentlich gut geblutet, der wird War sterben. wahrscheinlich. Der denkt sich so, nein, ich hab doch, oh nein. Weil der hat geblutet wie eine Sau. Ich habe den richtig Ja, und ich gebissen. habe Ich danach habe auch den ein schon paar Mal, blutig ja. gebissen. Ich konnte, hab den auch noch wenigstens ein paar Mal gebissen. Das Lustige ist, er kann da kein. Wenn der Server so ist, dass er immer speichert, dann wird seine Blutung abbleiben. Ja. Das stirbt er eh. Dann kann er wieder Fast Progression, wenn er möchte. Deswegen hat er nicht angegriffen. Er hat gewartet, bis wir auseinandergehen. Dann dachte ich so, kleines Häppchen. Aber mit dem Kosten eines Lebens. So, Progression. Drüber braucht hier drin nur 5 Punkte. Danach wollen wir zum Maiasaurus, oder wie? Ja, zum Meier. Und zum Meier geht es jetzt zum Schand, ne? Genau, dann soll es zum Shantungo sehen. Ja, dann brauchen wir da. Ja, dann haben wir zuerst mit Ryo, denn nur haben wir mit 5 Punkten. Ich habe gleich meine 5 Punkte. Ich auch. Dann haben wir den Maiasaurus mit 25 und danach Shantungo.
So. Einfach weggepetzt. Nicht so, wenn ich sterbe, dann beiß ich dich aber jetzt doch richtig, ey. Da hat man gesehen, hast ihm noch gut eine reingebissen. Er dachte sich auch so, meine Fresse, die wehrt sich Ich glaube, nicht. der hat 100 Blutung, hatte der. Mindestens. Und da hat du auch gut Schaden gefressen, denke ich mal. So, Dryosaurus. Ja, ich bin auch noch gleich am Aussehen. Ich mache ja noch die letzten paar Sekunden. Oh, T-Rex und Giga brüllt hier rum. Ah, du hast schon gemacht. Ja, ich bin schon. Oh, bei mir will langsam eine Hummel rein, mein Zimmer. Die war doch schon gestern da. Was braucht noch mal der Meier? 25. Der Drio hat 30 Hunger. Wir müssen Sollte einmal gerade fressen. oder sollte halber gehen. So, Was akzept. bist? Ja, ich habe jetzt akzeptiert. Okay, gut. Was die leider irgendwo. Alter, dieser Ich Hummel, bin. wenn ich raus, was? Und Stego, was ist das? Ein Stego? Das ist Ja. Stego! Wo Stego! bist denn du um den Dreh? Ich bin da, wo wir am Donut waren. Er weiß ja nicht, was das für Punkte waren. Minus 143 und minus 130. Okay. Danke für die Info. Hoi. So ein bisschen hier durch. Ich habe hier alles. Ich habe hier Hunger, ich habe hier Durst, ich habe hier alles. Nee, du hast nicht Hunger und Durst, sondern du hast was dagegen. Sieht uns auch lustig an. Ich habe Hunger, ich habe Durst. Das hört sich nicht gut an. Also du hast gesagt minus 143. Nee, wie war? Minus 143 und minus 33. Dann bin ich gleich um die Ecke. Dann kannst du eigentlich fast schon hoch. Wie hoch? Ja, stehen. Komm runter, komm Ich meine runter. stehen. So. Da bist du. Das meinte ich. Dann fast keine Ausdauer mehr, aber ist mir egal. Das nehme ich jetzt mal in Kauf. Danach so Miro, muss gleich wegrennen, ist tot. So, den Rest gehe ich nochmal. Im Trampelmodus. Geht jetzt die Leila immer weiter weg oder bleibt sie? Ich folge dem Stego. Ich sollte nur nicht hinter seinem Schwanz sitzen. Das ist gut. Ich denke, du hast mich gehört. Ja. Ach, das waren noch Zeiten, du. Ja, aber Drohne zu viel, sonst denkt der Stego sich sonst was. Aber das hörst du auch, ne? Ja, das höre ich Okay. alles. Weil damals war ja die 3 verbuggt, ne? Ja, Mal kurz aber das. Ja, ich hab besser doch nur ein jetzt nicht. bisschen. Ja. Ich bin nur ein psychisch gestörter Trio, Mann.
Jetzt gleich, wir beide sind tot. Dampfwalze kommt. Bam! Die Dampfwalze hat du uns kannst mit ihm allerdings schreiben, ne? Weil da hinten ist Futter. Ich werde da eine Zeit lang auch bleiben. Ja, wenn er halt unbedingt schreibt, dann können wir ja, aber. Boah, ich bleib zuerst mal im Chiller-Mode.